schon, Bernhard. Ich will Sie nicht länger auf die Folter sparen. Ja, was hast du für eine Überraschung, Bernhard? Los, sag's endlich. Du hast doch bestimmt einen neuen Trick gefunden, um das Finanzamt zu betrügen. Nein. Ihr wisst doch, dass N und ich des Öfteren zum Flohmarkt gehen. Auf der Suche nach lustigem, billigem Plunder. Ihr habt also endlich ein gebrauchtes Funktelefon in den Wagen gefunden. Nein, etwas viel Besseres. Wir haben etwas gefunden, von dem das ganze Viertel was hat. Und jetzt werde ich euch nicht noch länger quälen. Jetzt kommt Ihr Auftritt, Frau Schmidt. Das ist die Mutter von den Flodders. Was hat die sich denn angezogen? Und was macht die hier? Na, ist das nicht frappierend? Sie sieht aus, als wäre sie eine Art Zwilling. Das soll die Überraschung sein? Nein, was? Das ist die lange erhoffte Lösung für unser Problem in Sonnenschein. Nicht mehr zu fressen, nicht mal Hundefutter. Marquise schließt den Magen. Lecker. Verstehe ich dich richtig, Bernhard? Du willst diese sogenannte Frau als Mutter der Flodders auftreten lassen? Ja. Dann haben wir zwei von denen in unserem friedlichen Viertel. Und darauf kann ich verzichten. Eine von denen finde ich schon ätzend genug. Ich fürchte, ihr überseht, dass die hier um einiges ätzender ist. Sie wird in einem Abrissunternehmen beschäftigt. Und zwar als Dampframme. Denk nur mal darüber nach, was für eine entsetzliche Verwüstung sie in unserem geliebten Viertel hinterlassen würde. Wenn sie das täte, landete sie direkt im... Du irrst dich, mein Bester. Statt ihrer würde die Familie Flodder ins Gefängnis gehen. Was wird denn das, wenn's mal fertig ist? Eine Mütze, Johnny. Selbstgemacht. Eine Fellmütze? Was ist denn das für ein Fell? Das sind lauter kleine Fetzen. Ganz genau. Ich hab sie aus Mäusen gemacht. Kuschelige Kameraden mit nackten Schwänzen. Du glaubst ja nicht, wie viele davon hier im Haus rumlaufen. Was hier zu Haus rumläuft, Klaus, das sind keine Mäuse, das sind... Ach, die Schwänze sind doch immer dieselben. Und wozu hast du den Sack dabei? Ich hab ein Dutzend Mausefallen zu ernten. Für einen Pelzmantel. Für Ma. Komm mit. Ma, was machst du denn da? Der Käse ist für die Ratten. Für die Ratten? Bist du jetzt vollkommen verblödet? Wir haben nichts zu fressen und ich hab Hunger und der Käse... Die sehen aus wie ganz normale Mausefallen oder sowas. Eine Ratte kriegt davon allenfalls Kopfschmerzen. Ich hab aber schon viele Ratten damit gefangen. Aber die hast du sicher nicht damit kaputt gekriegt. Naja, die Biester sind... Darum streue ich immer noch ein klein wenig Rattengift auf... den Käse... Ach, das ist es also. Und ich dachte, das wäre so eine Art Kümmelkäse. So, das meiste Gift ist draußen. Das Zeug ist gemeingefährlich, Ma. Das setzt dein Nervensystem außer Betrieb. Jetzt kann ich laufen. Das ist ja wohl die Hauptsache. Wo willst du denn hin? Ich sterbe noch mal vor Hunger. Und wir haben nichts zu fressen im Haus. Ma, du bist zu wackelig auf den Beinen. Klaus und ich kaufen für dich ein und du spannst inzwischen aus. Ich fühle mich schon noch ein klein wenig schlapp. Ich hoffe, ihr bringt mir eine leckere Salamiwurst mit. Und das hier ist das Büro unseres lieben Herrn van Kooten. Werner, ich will dir jemanden vorstellen. Madame Carnet, Monsieur Durand, aus unserer französischen Partnergemeinde, dem idyllischen Champagner, südlich von Paris.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Bonjourchen. Und ich habe sehr feuchte Hände. Bonjour, Frère Jacques. Ah, Frère Jacques wie Hose, hä? Sie wollen wissen, wie hier bei uns die Umweltfragen gelöst werden. In Champagne gibt es Probleme mit der Müllabfuhr. Müllabfuhr? Ach, Herrje. Unsere Bürger haben keinen Respekt für ihre Umgebung. Die Bürgersteige müffeln entsetzlich wegen der Raufen von Undekacker. Ja, es gibt Indeeraufen so groß wie ein Küdel. Verstehe. Ist das ein Le Plan von Valais Sonnenreis? Ja. Sonnenscheiß. Sonnenschein. Sag ich doch. Werner, ich habe diesen netten Leuten gesagt, dass wir hier keinerlei Ärger haben mit gesellschaftlichem Abfall. Sehr hoffe, Sie sind, was das betrifft, ein Vorbild für alle anderen Gemeinden. Nein, ich meinte die Familie Flotter. Vertragen die sich denn inzwischen mit ihren Nachbarn? Ich kann nur versichern, dass der Integrationsprozess mittlerweile Früchte trägt. In den letzten 24 Stunden hat es so gut überhaupt gar keine Klagen der Nachbarn. Das höre ich gern. Wir machen mit den beiden nämlich eine Rundfahrt durch Sonnenschein, um ihnen zu zeigen, wie wir solche Ärgernisse hier anpacken. Hm? Also da können Sie ganz beruhigt sein. Die Flotters haben seit Ewigkeiten keinen fremden Nachbarsgarten vollgeschissen. Hasta la vista. Ich komme wieder. Benutz nie wieder so einen Scheiß wie das Rattengift, Klaus. Wir hätten mal beinahe verloren und dann hätten wir für immer selber kochen müssen. Ja, ich hab's ja inzwischen begriffen. Wir dürfen Sie vorläufig nicht allein vor dem Frieden noch nicht. Oh je. Yeah. Was ist denn los, Polizei? Guck mal da. Ma, was hatten wir denn gerade verabredet? Wir beide gehen einkaufen, während du zu Hause bleibst. Kannst du mal sehen, dank deinem Giftgebräu ist die Frau vollkommen hinüber. Ach. Hier mal deine Salamiwurst, aber schön langsam kauen. Mit rein, Ma. Ich hoffe, die kriegt sich wieder von selbst auf die Reihe. Ich habe keinen Bock, Kohle für ein Gegengift rauszuhauen. Stell den Kram in die Küche, Klaus, dann kann Ma... Wo ist sie denn jetzt wieder hin? Ma! Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Bist du außen rumgelaufen? Du warst doch eben noch hinter uns. Ich bin im Garten in Tiefschlaf gefallen. An die Salami-Wurst für Salami? Mich gedacht? Die hast du doch eben im Auto aufgefressen. Verarschen kann ich mich auch alleine, mein Junge. Sofort her mit der Wurst, ich sterbe vor Hunger. Ma, ich hab hier eine ganz prima Ersatzbefriedigung. Sieht aus wie ein Vibrator von Greenpeace. Und ich hab mich so auf eine Salami gefreut. Ma, du kriegst von uns eine Wiedergutmachung. Kees kocht einen Nudelauflauf. Ein Nudelauflauf? Stehen wieder Jungs vor? Nein, du musst heute mal unsere kranke Mutter vertreten. Ja, ich weiß, das mit dem Rattengift war allein meine Schuld. Können wir nicht den Pizzaservice anrufen? Katastrophe? Mireille,
Sind Sie wirklich sicher, die liebe Frau Flodder? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Oh, 22 Augenzeugen? Ja, alles klar. Ich notiere das und Sie schicken... Hallo? Pardon. Wer möchte denn? Das sind doch die Broschüren, die jeder bekommen hat. In welchen exakt drin steht, was bei uns hier erlaubt und was verboten ist. Ja. Ich hoffe, die vielen Anrufe haben nichts Schlimmes zu bedeuten. Es geht sicher um die Flodders. Ja, aber es war wirklich... Kaum der Rede wert, schätze ich. Ich will heute absolut keine Flodder-Probleme bekommen, wenn ich mit meinen Gästen durch Sonnenschein eine Stadtrundfahrt machen will. Nein, nein, natürlich. Ich hätte heute gern einige Überstunden irgendwie abgebummelt. Es läuft verdammt. Das war einer von unserer Bürgerinitiative. Es sind schon 18 registrierte Anzeigen eingegangen, unter anderem wegen Nötigung, Diebstahl, schwerer Sachbeschädigung und nicht zuletzt wegen Verkehrsrüppeleien durch eine gewisse Frau Flodder. Unser gesamtes Sonnenscheinviertel ist regelrecht in Bahne geraten. Ich weiß nicht, ob wir wirklich richtig handeln. Sicher tun wir das. Endlich kümmert sich die Polizei mal um diese grässlichen Flodders. Ja, wegen etwas, das sie nie getan haben. Ist doch egal. Du und dein scheiß Gerechtigkeitssinn. Hast du etwa schon... Essen, wie unser Barbecue vorige Woche verdorben wurde, weil diese Flodderbrüder Autoreifen im Garten verbrannt haben. Ach. Marcel, du weißt doch, was diese Leute für ein Abschaum sind. Ich denke nicht, dass das, was wir hier gerade tun, an dem Vergleich mit all den Missetaten dieser Leute standhält. Wir haben wohl mehr als Geduld bewiesen, was diese Familie betrifft. Aber warum macht diese Frau Schmidt bei der Sache mit? Geld, ja. Das ist ein simples Gemüt mit einer Menge Spielschulden. Sie ist gegen eine geringe Vergütung natürlich sofort begeistert gewesen, hier bei uns auf die Pauke zu hauen. Das ist für sie ein Riesenvergnügen. Und ihre Vergütung, die wird im Anschluss auf alle Nachbarn umgelegt, wie bei der Müllentsorgung. Die werden alle lachen, wenn sie das hören. Ja, kann sein, aber über den Schaden auch. Sogar die Gartenfontäne vom alten Verhagen ist völlig zerstört. In unserem Viertel ist doch gegen solche Schäden versichert. Marcel, reck dich wieder ab. Hier, trinken wir noch ein. Immerhin gibt's was zu feiern. Meiner Mutter geht es im Augenblick nicht so gut, Wernerchen. Ist das wahr? Ich hoffe, dass sie nichts das hat. Ach, sie hat bloß was Verkehrtes gegessen. Ja, okay, ich habe ihr Rattengift gegeben. Das kann in den tollsten Familien vorkommen. Was? Alles halb so wild, Werner. Was führt dich eigentlich zu uns? Ich habe heute artige Telefonanrufe im Büro gekriegt. Die betrafen eure Mutter. Sie hätte Autos gestohlen, Blumenbeete zertrampelt, Mülleimer umgeworfen. Ma? Das tut sie seit Jahren nicht mehr. Ja, ich glaube davon. Obwohl, sie ist vorhin hier im Viertel rumgeirrt. Sie hat noch immer an dem Rattengift zu knabbern. Jemand sagte, sie hätte ihre Notdurft verrichtet in einem Tulpen. Ach, das hat nichts zu sagen. Es gibt nun mal Menschen, die scheißen auf Tulpen. Aber dass sie anfängt, Mülltonnen umzuschmeißen, das ist eigenartig. Ja, sie würde sie leer fressen, aber nicht umschmeißen. Sie ist wieder voll auf den Beinen. Ich muss gleich wieder gehen, Johnny, aber ich wollte euch bitten, heute ein bisschen auf eure Ma zu achten. Ich mache heute für ein paar Freunde aus Frankreich, eine Art Rundfahrt durch Sonnenschein. Und dabei will ich nur einen allerbesten Eindruck hinterlassen. Jetzt mach dir mal nicht in die Hosen. Der gute Klaus wird unsere Mutter schon im Auge behalten. Und sag bitte kein Wort von der Sache zu Ma, von wegen ihrem Verhalten und so. Sie hat mir gesagt, wenn sie Altersschwachsinn kriegt, sollen wir sie einfach umlegen. Würde ich lieber vermeiden. Werner? Oh, hallo, Frau Flodder. Keine Zeit.
Weg, ich war gar nicht hier. Wieso schleißt ihr herum? Ich? Johnny. Ich hatte ein Buch von ihm ausgeliehen und das musste ich ihm zurückbringen. Schönen Tag noch. Ein Buch? Johnny hat nicht mal ein Telefonbuch. Und hier haben Sie Ihre 500. Ehrlich? Ich denke, dass Sie erst genug Beweise haben, um die Flanders ins Gefängnis zu bringen, oder nicht? Da bin ich nicht sicher. Es dauert noch eine ganze Weile, bis die Anzeigen vor Gericht sind. Die Mühlen der Justiz zermahlen ziemlich langsam. Was wir jetzt noch haben müssten, ist ein endgültiger letzter großer Akt der Gewalt. Was meinst du damit, Bernhard? Liebe Frau Schmidt, ich will, dass Sie noch eine letzte Aktion in unserem Viertel starten. Und das, etwas sein, von dem die Polizei sagt, jetzt reicht es aber endgültig. Hältst du das wirklich für so gut, Bernhard? Ich werde das nicht mittragen können. Ich werde zu tun haben. Was bist du bloß für ein Waschlappen? Bernhard, Befehl, wir folgen dir. Liebe Frau Schmidt, gebrauchen Sie Ihre Fantasie. Ich will die Polizeisirenen bis hier hören. Gehst du jetzt nicht weit, Bernhard? Keineswegs. Wir wollen die Familie ein für alle Mal loswerden, oder? Und ich finde, dass dabei kein einziges Mittel unversucht bleiben darf. Die Flodders sind der Feind und wir sind mit ihnen in einem Krieg. Mein Auto! Diese verdammte Hexe hat meinen Wagen in Brand gesteckt! Ich glaube nicht, dass wir diesen Menschen noch kennen. Ich kann nur hoffen, unser Wagen war gut versichert. Leider nicht. Er war nicht einmal angemeldet. Da ist sie! Wir wissen doch sowieso, wo die hinläuft. Zum Flodderhaus. Na komm schon, los, raus mit der Sprache, Freundchen. Ich sehe doch genau, dass er mir was verheimlicht. Ich darf nicht mehr auf die Straße raus. Werner, der alte Wichser, schleicht hier am Haus herum und wo steckt an die Johnny? Der ist Musikbänder wegbringt, zu Karlchen. Ja, ehrlich, ganz nein, wirklich. Ihr zwei verbergt mir irgendwas. Zuerst die Salami-Wurst. Na, Klaus, alles in Ordnung? Das wollte ich dich eben auch fragen. Eigentlich auch. Ihr tut so geheimnisvoll. Geheimnisvoll? Wie? Wer? Wir? Oder ist das wieder eine von euren Überraschungen, die ich jetzt noch nicht rausbekommen soll? Oh. Ah, so ist das also. Ihr wollt eurer alten Mutter eine Freude machen. Ich hatte ja gleich so eine Ahnung, aber ich habe mich trotzdem gewundert. Aber es gibt keinen Anlass. Ich habe doch erst in 3 Monaten Geburtstag. Was hat das zu bedeuten? Sollen diese Jungs da eure Überraschung sein? Ich hätte mir lieber was zum Anziehen gewünscht. Jetzt sind sie wirklich zu weit gegangen. Sie stehen unter Arrest. Die Frau weg. Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Kommen Sie rein, können Sie raussehen. Was machen die mit dir? Das habe ich dir vorhin gesagt. Halt immer unter Kontrolle, aber du hast dir den Bullen ans Messer geliefert. Du hast unsere Mutter auf dem Gewissen, du Flachwichser! Amokfahrt mit dem Lebensmittelwagen, Vernichtung einer Gartenfontäne in der Fahnenstraße, Nötigung von Fußgängern, anschließend auf diverse Tulpenbeete geschissen und darüber hinaus die Misshandlung von Passanten mit Salamiwürsten und so weiter und so weiter. Trotz allem haben Sie noch das Recht, mit zu telefonieren. Und das soll alles allein auf mein Konto gehen? Ja, es gibt Zeugen. Doch schon mal gesehen. Jeden Morgen in meinem Rasierspiegel. Du hast auf die Tulpenbeete geschissen, die Gartenfontäne umgenietet. Und meine Salami hast du auch auf dem Gewissen. Das wird dir noch mächtig leid tun. Alle
alle 50 Meter gibt's Abfallbehälter und spezielle Hundetoiletten. Hier gibt's keine Schlammschacht. Da hinten, was ist das? Oh, attention, attention, attention! De Godzilla? Kann mir das bitte mal jemand erklären? Ganz einfach, man hat mit sich selber zu kämpfen. Das ist doch wohl nicht zu glauben. Wer ist denn jetzt wer? Erkennst du deine Mutter? Die sind sich wirklich ver... Dann werden eben beide von uns auf der Flucht erschossen. Warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Ma, wie wär's mal wieder mit deinem kleinen Stückchen Salami? Kleiner Scheißkerl. Wenn du eine Wurst dabei hast, sofort her damit, sonst breche ich dir sämtliche Knochen. Hier haben wir den Beweis. Das ist Ma, da gibt's Zweifel. Geh schon nach Hause, Ma. Junge, Junge. Was alles so passieren kann, kaum zu glauben. Ich habe in meinem Leben schon viele Kerle krankenhausreif geschlagen. Und ich habe sogar Beißereien mit Dobermännern hinter mir. Aber noch niemals habe ich gegen mich selbst drängen müssen. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, sage ich euch. Dass du überhaupt mit ihr kämpfen konntest. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich mit alten Leuten schlagen muss. Aber diese verblüffende Ähnlichkeit hat mich ganz schön fertig gemacht. Dieselben Haare, dieselbe Schürze. Und wie ich das sehe, denke ich, macht dich das Blumenmuster nicht ein bisschen dick? Ma, wir wollten uns noch bei dir entschuldigen wegen gestern. Wir dachten, du wärst ein bisschen kirre geworden von dem Rattengift von Klaus, aber das ist ja alles bloß ein saudummes Missverständnis gewesen. Und deshalb kommst du schon mal vorne weg, ein paar Geburtstagsgeschenke von uns. Eine Salami-Wurst. Entschuldigung, Ma, wegen dem Rattengift und so. Aber dafür habe ich dir auch ein prima Geschenk gebastelt und, naja, mach's einfach auf. Oh, der ist aber schön. Alles selbst gemacht. Das Fell ist doch nicht, oder? So wie bei deiner Mütze. Ratten? Nein, keine Ratten, ehrlich nicht. Weißt du, wie viele man für so einen Mantel braucht? Da hätte ich ja monatelang auf die Jagd gehen müssen. Nein, das sind keine. Und aus welchen Fellen hast du den Mantel gemacht? Na, ganz einfach, aus Katzen. Katzen? Davon braucht man gerade mal 20. Ja, schöne Überraschung, Klaus, mir kommen gleich die Tränen. Ach so, eins noch. Du solltest die Jacke am besten nur hier im Haus tragen. Im Haus tragen? Warum das denn? Naja, es kann sein, dass die Menschen hier ein klein wenig nachtragend sind, weil ihre Schmusekatzen jetzt immer nackend rumlaufen müssen. Ist doch so.